Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder. Richtig, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser Reini wurde mal wieder gesichtet. Er sieht wirklich nicht gut aus. Das ist neu. Eigentlich ist er ein Wunderschöner. Ich mach mal hier Ding. So. Eigentlich ist er ein wunderschöner Mensch, ja. Was er jetzt da gesagt hat, dass er schon abgenommen hat und so weiter, ich kann das auf diesen Bildern nicht erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Halte ich für ein Gerücht. Sagen wir ein Gerücht. Aveng. Lülülülülü. Was ist sonst passiert? Gestern kam kein Video. Leute, ich habe gestern verpennt. Ich habe sowas von verpennt. Ja, tut mir leid. Ich kam auch erst spät abends nach Hause und dann habe ich noch Basketball geschaut und dann Bayern gegen Barca geschaut. Ja. Das war so gestern. Ist doof gelaufen. Ankündigungsegger hat nicht jeden Tag ein Video rausgemeldet. Das ist eine Frechheit. Ja. Gemein ist das. Dann habe ich gestern gesehen, habe ich einen Kommentar bekommen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, von Mettbrötchen. Er würde gerne sein Video kommentiert haben. Das ist ein 3-Minuten-Video. Bruder, ich würde sagen, das ziehen wir uns, das machen wir für so ein Sonntags-Mett. Ne? Da können wir ein paar kürzere Videos dann aneinander hauen und schauen nochmal ein bisschen durch. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den Kommentar gelesen habe. Werde ich auf jeden Fall machen. Liebe geht raus. Ja, was ist sonst passiert? Nicht so viel, ne? Nö. Reiners TikTok-Kanal besteht übrigens immer noch. Diesmal wurde er nicht entfernt oder weggemeldet. Schade, komisch, egal. Naja, dass Reini wiederkommt, war uns allen klar. Den meisten von uns, sagen wir mal. Gut, Leute, heute haben wir ein wenig längeres Video, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel rumreden. Was ich euch sagen kann, wenn ihr das zum Einschlafen hören wollt und ihr eine Alexa im Schlafzimmer stehen habt, solltet ihr die ausschalten. Ich habe da gestern schon mal reingehört. Es wird viel gealexert, wenn ich so nennen darf. Und jetzt alle Alexas rauszuschneiden, das schaffe ich nicht, Leute. Dafür bin ich zu sehr dullihaft. Das würde bei mir Tage dauern wahrscheinlich. Gut, Leute. Ich habe euch gewarnt, weil ich euch liebe. Und jetzt gehen wir rein. So, damit erstmal ein herzliches Willkommen beim Drachen. Beim Dulli. Er ist aber auch ein wunderschöner Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Wir schauen das Ganze übrigens, ihr seht das hier oben. Ja. Wir schauen das beim Ranger, dem alten Ehrenmann. Ganz viel Liebe geht raus. Ja. Wir machen das Ganze entspannt heute Abend. Wir machen einen ganz normalen, entspannten, chilligen Stream. Normalerweise reißt sich Rein hier immer das Rektum auf, ne, für seine Streams. Heute macht das mal ganz entspannt. Das ist mal ganz was anderes. Bisschen Gelaber, bisschen, ja, das war's eigentlich. Bisschen Gelaber und das war's eigentlich. Das ist ja völlig anders als zu seinen sonstigen Streams. Gelaber, dann passt das, denke ich. Oh, der Tyrann. Das sah schon alt geworden inzwischen, ja. Und die Musik doppelt. Bitte um Entschuldigung, das lag daran, dass die Dinger an war. Ja, das ist bei mir auch so. Ne? Wenn ich mal Technikprobleme habe, dann liegt das meist an die Dingen. Das habe ich euch noch nie so richtig erklärt. Möchte ich hiermit tun. Also das liegt meistens an die Dingen. Alexa, Party aus. Ich habe mir gedacht, wir machen heute Abend mal was anderes. Jetzt schauen wir mal, ob das alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das bei mir vorhin auch mal geschaut und da war sein Bild oben rechts. Also er wird sich noch verschieben. Es ist jetzt ein bisschen abgeschnitten. Aber es wird sich noch verschieben. Gut, wir machen es mal so. Alexa, Arbeitszimmer weiß. Jetzt sieht man mich ja nicht. Alexa, Studio an. Alexa, Studio an. So, das ist Alexa, Studio 50. Ich habe euch gewarnt, ne? Es wird viel. Aber es ist das meiste am Anfang jetzt. Das sollte eigentlich reichen. Falls ich noch nicht hell genug bin, sagt ihr bitte Bescheid.
Du bist ein ganz heller Reini. Nee, mit meinem PC war gar nichts. Mit dem heutigen Wissen, ne, mit deinem PC war nichts. Rainer, das haben andere zu entscheiden. Und zwar die Polizei. Das hatte ich schon mal erklärt. Ich hatte letzte Woche doch gesagt, dass ich nicht viel streame in der Woche. So, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Das sagst du aber ständig, ne? Das sagst du ständig, gerade in dem Jahr, in dem du Geburtstag hast, ne? Da ist sowieso ein bisschen weniger. WoW, ja, WoW. Auf welchem? Ich will gar nicht gegen WoW ranten. Ich habe das selber gerne lange gespielt. Im Server spielst du auf dem gleichen Server, auf dem auch meine Gilde ist. Das ist eine sehr gute Antwort. Auf welchem Server spielst du? Auf dem Server, auf dem auch meine Gilde ist. Ich werde jetzt ein bisschen questen. Vermutlich wird es nicht lange gut gehen, weil die Hater wieder versuchen werden, mich komplett fertig zu machen, mein Zeug zu clearen und was weiß ich alles. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn er das öffentlich macht, wie er heißt, dann wird natürlich auch schnell klar, ey, die Leute loggen sich auf jeden Server ein und whispern ihn an und schauen, ob es funktioniert. Ja? Seitdem kann er auf diesem Server diesen Charakter nicht mehr spielen. Auch nicht außerhalb des Streams. Wenn das der Fall ist, ja, überlege ich mir irgendwas. So, ich glaube, das brauche ich nicht extra erklären, oder? Ist das schön. Gleich der erste kommt mit Metal, Leute. Der nächste spuckt dann auch wieder Metal. Schön, schön. Im Hauptstadtmenü Rainer Gibaru. Das fängt gut an. Wunderschön. Braucht mich nicht einladen, ihr braucht mich nicht mit mir zocken wollen und alles. Das wird nämlich nicht. Rainer, das wird helfen, wenn du denen das sagst, ja. Ladet mich bitte nicht ein. Wird jetzt natürlich keiner mehr machen. Rainer hat ja drum gebeten, ne? Nicht passieren, wie ich schon sagte. Ihr braucht mich nicht einladen. Es war so klar, dass die Leute jetzt einem nachrennen, oder? Einer aus meinem Clan ist auch dabei. Was zum... Ja. Leute. Das ist einfach herrlich. Wunderschön, Leute, wunderschön. Sorry, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil irgendwelche Kindsköpfe wieder meinen, die müssen hier die Schnauze aufreißen. Herr Winkler, bitte löschen Sie sich. Man sieht sichtlich, ja, also es ist wirklich offensichtlich, wie die Zündschnur immer kürzer wird, ne? Wie der Pensi, was? Spaß. Oh Mann, ey, immer dasselbe Kindergarten. Leute, ihr solltet mich übrigens nicht allzu sehr belästigen, weil es kann recht schnell nach hinten losgehen. Rainer, diese Chat-Funktion in WoW ist dafür da, dass man miteinander schreibt. Ja, wenn du jemanden nicht magst, kannst du ihr blockieren, den Banner mal schmeißen, wie immer. Dafür kannst du niemanden ans Bein pinkeln. Ne? Wenn sie dich nicht beleidigen und das hat bis jetzt keiner getan, nö. Wenn ihr hier ein bisschen viel Scheiße baut. Oh, sehr schön, das war gestern bei dir, komm heute wieder. Laufen wir den Heavy Promi. Oh, bitte bezeichne mich bitte nicht als Promi, das mag ich nicht. Ja, da mag er es nicht. Wenn er aber versucht, eine Mulle anzugraben, ihr habt das vielleicht bei mir in den Jackie Leaks gesehen. Ich werde die nach dem Video hier nochmal verlinken. Da kommt ja immer hier links ein Video, rechts eine Playlist und in der Mitte könnt ihr gerne, sehr gerne, abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, dann ist er gerne, dann ist er nicht gerne ein Promi, aber sobald es darum geht, oh, ich habe aber hier Abonnenten, wie viele Abonnenten hast du denn? Was, du hast nicht so viele Abonnenten? Ne? Ja, dann habe ich recht. Leute, ihr braucht euch keine Mühe machen, ich lese das ohnehin nicht. Lesen ist ja eh nicht so dein Steckenpferd, ne? Ja, das sind so hobbylos. Ja, ich glaube nicht, dass das nur Hater waren. Rainer, was glaubst du denn, wer das gewesen sein soll? Fans? Im Moment fliegt mir keiner nach, aber das wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Die werden wahrscheinlich auch gleich auftauchen, wo ich auftauche. Dort an der Küste. Das sieht aus wie eine Siedlung der Brücken.
irgendwo in diesem trüben seid euch. Ich finde es auch schön, wie viele Grüße hier der Ranger und so weiter bekommen in dem Chat. Ja? Wir haben das ja schon mal auf dem TikTok, in dem TikTok-Channel gesehen, als er da gestreamt hat. Da habe ich mehr Herzen und Liebe bekommen als er in seinem Chat. Ja? Ah, hat mich auch sehr gefreut. Dass er einfach nicht den privaten Chat ausstellt. Ja, man kann das ja ausstellen. Oder eine DND-Nachricht machen oder so. Kommt Reini gar nicht in den Sinn. Oder er ignoriert auch nicht, er macht einfach nur den Chat zu. Ja, sobald er wieder anschreibt, ist der Chat wieder offen. Ja, da fliegt mir schon da schwimmt mir schon der erste nach. Manche Leute haben. Besucher lädt euch in Gruppe ein. Doch echt nichts Besseres zu tun als nur Blödsinn. Könntest du mir den Gefallen tun und verschwinden und mich meine Arbeit machen lassen? Danke. Seine Arbeit machen lassen. Versteht ihr? Rainer arbeitet gerade. Er spielt World of Warcraft. Und selbstverständlich wird er jetzt gehen, Reini. Jetzt, wo er gemerkt hat, dass du auf ihn aufmerksam geworden bist, dass er dich triggern kann. Jetzt wird er natürlich gehen. Selbstverständlich. Schon. Wo ist denn der? Alter, du bist im Weg. Das angeflüstert werden ignoriere ich jetzt einfach mal, weil das langweilt. Praktisch, sich einfach... Es hat ihn sehr gelangweilt, ne? Reinstellen, damit der andere nicht spielen kann. Ja, Reini, das machen Leute aus Spaß. Ja, oft, wenn man hier diese AFK-Angler sieht, macht man das sehr gerne. Doch nur nix. Niedlich, wie sie versuchen, mich zu behindern. So, wie sie meinen, dass mich das behindert. Ich frag... Reini, du redest schon die ganze Zeit darüber. Es ärgert dich ja anscheinend. Ich frag mich gerade, wo ich den Ding finde. Der gleiche Ding, warum man den Sound vorhin doppelt gehört hat, aber das ist ein anderes Ding. Was ein Kindergarten. Dieser Held kann sich unserer Gruppe nicht anschließen. Sie kann sich unserer nicht anschließen. Dieser Gruppe nicht anschließen. Dieser Held kann sich unserer Gruppe schließen. Dieser Held kann sich unserer Gruppe nicht anschließen. Der Chat ist wirklich grandios. Sorry für die Zuschauer, aber ich nehme mir die Zeit jetzt mal, die alle zu blockieren oder zu ignorieren, weil dann sind die alle mal auf meiner Ignor-Liste. Ach ja, was ein Kindergarten. Immer dasselbe Quatsch. Seit über 7 Jahren. Bringt dir echt nichts Neues. Und ja, Reini, und du? Es ist ja auch der gleiche Spruch. Seit über 7 Jahren, seit über 8 Jahren, seit über 5 Jahren. Reini, du machst doch auch immer das Gleiche. Ich werde öfter mal unter... Videos gefragt, sag mal, hast du das nicht schon mal kommentiert? Meistens nicht. Ne? Das liegt einfach daran, dass die Videos von Reini sich wirklich ab und zu mal ähneln. Ich habe mal diesen Jahresrückblick 2014 kommentiert und dann wollte ich den Jahresrückblick 2015 kommentieren. Und da habe ich mitten im Video pausiert und habe nochmal nachgeschaut, ob das auch wirklich ein anderes Video ist. Da hat sich, also es war fast wortgleich. Glaubt immer wieder aufs Neue, dass ihr mich mit irgendwas zum Rampage bringt. Oh. Ja, Reini, du bist sichtlich genervt, ne? Es scheint zu funktionieren. Scheiße, ich ertrink, merke ich gerade. Ach ja, bin ja das offen. Reiner ist unter Wasser und fängt an, seine Chatlisten zu bearbeiten. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Vor lauter Dummheit habe ich jetzt halt aufgepasst. Ja. Ja, ist ja das erste Mal passiert. Wird bestimmt nicht wieder vorkommen. Das ist gut, wir wissen es doch. Wieso kann der mir eigentlich eine Anfrage schicken, wenn er blockiert ist? Hä? Ach, fand jemand witzig, wa? Da wollte mir wohl jemand den Kill klauen. Und hat wohl auch jemand geschafft. Er wollte nicht, Reini, er hat es getan. Shit, warte mal. Hätte ich ihn doch killen müssen? Warte mal, ich glaube, ich muss den doch killen. Eigentlich müsste man es doch irgendwie ausschalten können, dass die Leute einen anflüstern können. Das ja, Reini, das geht. Das ist nämlich ziemlich lästig. Oder dass die einen in Gruppen einladen können.
Ich hab's euch schon gesagt, Leute. Die Leute aus meiner Gilde, die werden euch, wenn's blöd läuft, wenn ihr hier so viel Stress macht, werden die euch melden. Und Für was sollen die dich denn melden? Für was sollen die uns denn melden? Ja, da ist ein Questgegner, kann ja sein, dass sie den auch alle brauchen. Ja, nur weil die dann zuerst da sind, heißt das ja nicht. Das war. Ey, das werde ich vielleicht auch nochmal machen, wo er dieses New World gezockt hat. Und da ist jemand vor ihm hergelaufen, hat ihm, ja, die Sachen weggenommen einfach. Ja, vielleicht hat der die auch gebraucht. Sagt, Rainer hat den gemeldet. Natürlich ist nichts passiert, freilich, aber er meint, weil er der große YouTube-Star ist, ne? Er möchte ja nicht als Promi bezeichnet werden, deswegen sage ich YouTube-Star. Unser Lieblings-YouTuber. Deswegen darf er die Quest-Mobs erledigen. Ja, ist eine Frechheit. Und da, um so Kleinigkeiten geht es auch hier in dem Video von dem lieben Mettbrötchen. Dieses Duzen und Siezen. Ja? und auch andere Spieler, die hier keinen Bock auf diesen Scheiß haben. Nee, ich glaube, die meisten da hatten recht viel Bock drauf. Ich habe das nicht vorgespult, das ist von Ranger selbst. Ehrenmann. Vor allem, wie Leute wirklich ihren Abend damit verschwenden, hier Scheiße zu bauen. Reini, die haben einfach Spaß. Ne? Das wäre so, als wenn du guckst dir abends einen Film an oder ein Fußballspiel oder so, sagen wir wie ich gestern. Ja? Ich gucke mir dann Bayern gegen Barca an und das wäre dann, als wenn Reini sagen würde, oh, wie kann jemand seine Zeit damit verschwenden? Ja, Reini, ich habe halt Spaß gehabt. Ist ja auch was, was Reini nicht versteht, wenn Leute da bei ihm vor dem Tor stehen. Oh, guck mal hier, wer da gerade einlädt. Wingelwongel. Ihr liebe Grüße gehen raus, falls du das warst. Der Link von Wingelwongel, der Link zu Wingelwongel, zu seinen Videos, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich schaue den super gern. Also das ist mal wieder was Frisches im Game. Ich schaue den echt gerne. Man merkt, was dich stört, das bezweifle ich. Doch, Reini, man merkt es wirklich. Jeder merkt es. Nur du nicht, ja? Also er natürlich auch, aber er will sich zugeben. Wieso habe ich so viel Leben, Schaden gekriegt? Weil du ein Duell angenommen hast, Reini, und der hat dich verhauen. Schreibt sogar jemand hier, muss sagen, komm, lass treffen, eins gegen eins, ohne treten. Da geht auch Grüße raus an Drachenschau. Ich hab doch gar kein Ding an. Egal. Dass er nicht einfach irgendeinen einlädt in die Gruppe aus seiner Gilde, die ja angeblich online ist. Ja, dass er nicht einfach irgendeinem sagt, hier komm mal kurz mit mir in eine Gruppe, weil dann kann er nicht mehr eingeladen werden. Versteht er einfach nicht. Warum habe ich jetzt schon wieder Schaden gekriegt? Warum hat man denn eine begrenzte Dingliste? Begrenzte Intelligenz, was wolltest du gerade sagen? Das ist also, mich das wirklich nervt. Letzten Endes geht es mir eigentlich am Arsch vorbei. An den Ärschen heißt das. Und nein, Reini, man sieht wirklich, dass es dich nervt. Ne? Du erwähnst es ja oft genug. Das geht jetzt eher um euch als Zuschauer. Das ist doch nervig, wenn die ganze Zeit solche Idioten. Ja. Reini waren die Zuschauer schon immer sehr wichtig, ne? Zwinker, zwinker. Darum euren. Hier wird nicht gespammt. Spammt hier alles zu, Alter. Gut, machen wir es eben anders. Also, jetzt geht der ganze Quatsch hier los. Allerdings habe ich hier ein paar Vorteile. Halt, warte, ich muss eh nach Ding. So, wie gesagt, mich stört es an sich gar nicht. Jetzt haben wir halt hier. Nee, haben wir gemerkt, Reini, das störte mich nicht. Nee. Ich glaube, Reini hat umgelockt jetzt, ja? Hat seinen nächsten Char preisgegeben, den er dann nicht mehr spielen kann. Halte ich für sehr clever. Die ganze Zeit diese Vögel und das ganze Gespamme, aber mich persönlich interessiert das ehrlich gesagt nicht. Ich finde es bloß komisch, dass man es ausschalten kann. Ist halt jetzt so. Wäre er clever gewesen, hätte er hier oben, man kann es hier nicht sehen leider, hier oben einfach eine kleine Blende drüber gemacht bei OBS, über seinen Namen. Hätte er so eine Ruhe gehabt. Man sieht hier, er spielt Schurke oder Druide.
Ein Schurke ist das, ne? Werden es mir gleich wieder alle nachheizen. Aber das ist mir erstmal pups egal. Da kommt schon wieder der erste. Wie ihn Käferbande aber auch immer triggern kann, ne? Also, krass. Ach nee, Quatsch, das ist mein Begleiter. Entschuldigung, mein Fehler. Was habe ich jetzt machen wollen? Wartet mal, irgendwas wollte ich gerade machen. Weißt du was? Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann nervt es vielleicht nicht so sehr. So, wieso habe ich jetzt schon wieder so wenig live? Wieso bin ich tot? Hä? Reini, weil du dich um andere Sachen gekümmert hast. Darum wurdest du wahrscheinlich auf ein Duell eingeladen. Du hast auf Annehmen geklickt und danach kam ein NPC und hat dir den Rest gegeben. Hä, wieso bin ich gestorben? Wie konnte ich jetzt verrecken? Ich habe doch den PvP-Modus gar nicht an, dachte ich. Ja, Rainer, aber in dem Duell hauen sie dich trotzdem bis auf einen Live-Punkt runter. Und wenn dann ein NPC kommt, dann geht's Richtung Friedhof. Kannst du Rudi besuchen. Ausnahmsweise mal. Na gut, bin ich eben tot. Alter, dass mich die Viecher gekillt haben, ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Nein, Reini, mit einem Live-Punkt ist es sehr wahrscheinlich. Da ohne Scheiß, wie kann man so wenig Freizeit haben? So viel Freizeit haben. Ja, man. Reini, du spielst doch auch gerade WoW und es gucken dir Leute beim WoW-Spielen zu. Indem du sagst, wie können die Hater so wenig Freizeit haben, beleidigst du am Ende auch deine Zuschauer, die ja auch gerade Freizeit haben und dir beim Zocken zusehen, anstatt selbst zu zocken. Man sieht mich natürlich trotzdem im Stream, aber das ist mir gerade egal. Was genau habe ich gerade vorgehabt? Ich wollte irgendwas machen. Ich finde es richtig dumm, Alter. Dass Leute so viel Freizeit für so einen Schwachsinn aufwenden. Ich streame eigentlich schon mit Verzögerung. Meine Verzögerung geht etwa 5 Minuten. Nein. Etwa eine Minute. Eine Minute kommt bei Reini ungefähr hin. Das ist Standardlatenz. Nein, das ist sie nicht. So Standard ist immer so um die 20 Sekunden. Irgendwie finde ich das gerade witzig. Ja, ich bin nicht umsonst ein Troll. Hey, Breitarsch, nächstes Mal gehst du ins Gebüsch. Oh, Reini hat wieder Ice Age gesehen. Huiuiui. Meine Fresse. Ja, einen Schurken zu ärgern ist ziemlich gemein. Also was heißt ziemlich gemein? Ziemlich fies für die ihn ärgern wollen. Nee, eigentlich nicht so. Nö. Ja, jetzt killen natürlich die ganzen Allianzler meine Viecher, damit ich die nicht dingsen kann. Ja, er kann jetzt leider die Viecher nicht dingsen. Das ist aber auch. Mit diesem Ding, ne, das ist wirklich immer ein Problem. So ein Ding ist wirklich was. Ah, das ist schwierig. Oh Mann. Irgendwie finde ich das gerade ultra witzig. Ja, natürlich, Reini. Du kannst nicht vernünftig zocken, wirst es nie wieder können mit den Chars. Findest du natürlich ultra witzig. Du versuchst gerade vorzugaukeln, dass du es lustig findest. Man hört die Fake-Lache schon wieder. Warte mal, wo ist mein Stift hier so? Fake-Lache. Bingo auf Karte 1510. Junge. Alter Falter. Du sagst es, Reini. Einen Schurken auf den Zeiger zu gehen ist nicht so einfach. Doch, absolut. Vor allem anscheinend orientieren sich die meisten von ihnen einfach nur an meinem Stream, weißt du? Nein, Reini, die fliegen dir einfach hinterher. Die sind, viele sind von der gleichen Fraktion. Ja, da ist es nicht so einfach als Schurke einfach mal komplett unerkannt zu bleiben. Ist alle eine Minute Verzögerung. Und das Nette ist, sie machen die ganze Arbeit für mich. Nein, Reini, erstmal ist es keine Arbeit und zweitens kannst du deine Quest nicht abschließen. Wäre er hier jetzt clever und würde die Leute einfach in die Gruppe einladen, die würden ja reingehen. Ja? Und dann liest er einfach den Gruppenchat nicht. Aber er würde wenigstens die Mobs mitkriegen. Ich gebe zu, manchmal ist es ein bisschen tricky, das Ganze anzunehmen, aber es funktioniert. Okay, ein paar haben es dieses Mal gecheckt. Anscheinend verlassen sich doch nicht alle auf die optische Sicht. Junge.
Auf die optische Sicht. Ja, man kennt es. Verlassen sich nicht alle drauf auf die optische Sicht. Manche verlassen sich auch auf die akustische Sicht. Versteht ihr? Dafür bist du bei weitem nicht fett genug, dass ich das übersehe. Das kann dir ja nicht passieren, ne? Ich liebe es, mit Ding zu trollen, ey. Ich liebe es. Einfach. Dann hast du vorhin eine Zuschauer getrollt, als du gesagt hast, man hört den Sound doppelt, das liegt am Ding. Und du liebst es, mit Ding zu trollen? Hallo? Wir sind was Heißem auf der Spur. Nur ultra witzig. Mal ein anderes Mount verwenden, damit es nicht immer auffällt. Und immer schön durch die Zweigchen fliegen, sodass sie einen nicht bemerken. Ja, Reini, man fliegt durch die Zweige, damit man nicht bemerkt wird. Versteht ihr? Jeder, der schon mal WoW gespielt hat, weiß, was für ein Tinnef er da gerade redet. Auf die Art und Weise, Leute, kann man auch leveln und mounten. Oder in meinem Fall Lederberuf farmen. Was mit dem da ist, der ist ein bisschen nervig, weil der die ganze Zeit immer dabei ist. Ja, Rainer, sag ihm das doch mal. Hä? Dann hört er bestimmt damit auf. Jetzt schreibt er gerade, Rainer, du bist im Target. Es ist egal, welches Mount oder ob ne, unsichtbar oder nicht. Fuck mal die Hater mal ein bisschen ab. Der Nachteil daran, dass es so viele von den Hatern da sind, oder von den Leuten, die mir da auf den Sack gehen, der Nachteil daran ist, dass einfach zu viele davon da sind. Der Nachteil, dass so viele da sind, ist, dass zu viele da sind. Versteht ihr? Habe sie mich wieder verloren. Willst du mich als verlieren, Alter, weißt du? Ihr seid nicht fett genug dafür. Das funktioniert nicht. Alle wissen es halt aber auch nicht begreifen, ne? Effektiver wäre es. Ich gebe zu, es ist leicht nervig, wenn alle da. Reini, es ist doch nicht nervig. Hast du vorhin gesagt, du freust dich doch. Trollolololololol. Hä? Davor stehen. Trotzdem ist es absolut kein Thema. Niedlich. Echt niedlich. Da hat mich jemand abfangen wollen. Oder sucht mich, ist an mir vorbeigeflogen. Irgendwie finde ich das gerade witzig. Alter. Es ist immer gerade so, wie er es gerade braucht. Ne? Es ist entweder witzig oder nervig. Versteht ihr? Da rennen sie alle rum. Wird wohl Zeit für einen etwas weiteren Flug. Wie er sich freut, weil er einen Gegner besiegen durfte. Zu spät, bin schon fertig. Und man sieht auch, dass er mit dem Schurken überhaupt nicht umgehen kann, denn nach dem Kampf hat er immer noch Kombo-Punkte. Ja, die benutzt man im Kampf eigentlich. Wenn ihr immer so langsam seid, kann ja auch Schreist du denn so? nichts dafür. Zu viel, Alter. Kannst du nicht abdecken, alles, wa? Ich finde es gerade ultra lustig. Ja, jetzt schwenkt es zwischen a weng nervig, a bissel witzig und ultra lustig. Ich finde es gerade ultra lustig, wie sie alle da rumrennen, so. Ja. Wie sie immer rennen, Alter, wie sie immer rennen. Wir kennen den Drachen. Uhuhu. Ja, von wegen. Jetzt bin ich zu blöd zum Absitzen, Alter. Ach, WTF, jetzt bin ich wieder hier unten. WTF. Sau geil, Alter. Niedlich, wie sie alle versuchen, mich zu behindern, Alter. Und ich amüsiere mich hier voll. Das Gemeine ist halt hier echt die Kombination aus dem Boost, also dem Geschwindigkeitsboost, dem Haken Sprinten, Reini, sprinten. und der Unsichtbarkeit. So können die mich überhaupt nicht groß verfolgen. Da stehen jetzt alle da hinten rum und suchen mich und finden mich nicht. Ja, Reini, und sobald du sichtbar bist, sehen sie dich wieder. In der Zwischenzeit habe ich genug Zeit, einmal aufzumounten, abzuhauen. Er nimmt auch immer das auffälligste Mount, ne? Schöne Signalfarben gibt. Mann. Oh, Moment, das muss ich nochmal zeigen. Warte mal. Zeit, einmal aufzumounten, abzuhauen. Moment, 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 wie kann ich da zurückgehen? Hier, Frame by Frame. Ihr habt mir das gezeigt. Was er hier gelootet hat, ne? Intakter Zahn. Ah, welche Ironie. Schön.
Oh Mann, köstlich. Echt köstlich. Dahin können mir zumindest die Allianzler schon mal nicht folgen. Das sind nämlich nicht nur Hodler dabei gewesen, sondern auch Allianzler. Eigentlich eine Schande, dass die Hodler einander nicht verteidigen, ne? BND? Reini, die Hordler möchten dich nicht auf der Horde-Seite haben. Genauso wenig wie die Allis dich auf der Alli-Seite haben wollen. Hashtag. Slash DND. Das wäre echt super, wenn das geht. Tja, das funktioniert offensichtlich nicht. Oh, dann muss ich meinen guten Rat von vorhin wohl zurücknehmen. Das war, Ding. Egal. Spielst du absichtlich ohne Addons? Ja, tatsächlich spiele ich absichtlich ohne Addons. Wie er erst über seine Antwort nachdenken musste, ne? Man kann, wenn man privat spielt, gerne ohne Addons spielen. Aber wenn man, sobald man in einem Raid ist, hat man seine Addons anzumachen. Ja? Reini ist auch einer, der interessiert da die Gruppe nicht. Ja, ich kenne das noch von früher, und ich meine ganz früher. Als wir noch irgendwie ein Dreivierteljahr gebracht haben, um das erste Mal Molten Core durchzukommen. Junge, wenn da irgendeiner, was weiß ich, bei Baron Geddon die Bombe hatte oder so und der hatte keinen Addon und der ist in der Gruppe stehen geblieben, da gab es aber richtig Ärger. Ja, und Reini ist so einer, nö, dann geht ihr doch alle weg. Dann muss halt die Gruppe weggehen, wenn ich die Bombe bin. Als man das gerade gehört hat, da waren wieder mal Hater unterwegs. Ordentlich am Rumbrüllen. Grüße gehen raus. Absolut keine Rücksichtnahme auf andere Menschen. Da scheinen welche. Ja, wie ich schon sagte. Ignoriert jetzt einfach, dann lasst es schreien. Wenn jemand die Bullen rufen will, dann soll Die Pilotei heißt das. das machen. Also von meinen Nachbarn her. Weil ich habe nämlich die Schnauze voll. Weil wenn ich die. Ja, Rainer lockt die alle an und wenn die anderen sich gestört fühlen, sollen die sich doch drum kümmern. Ne? Klare Sache. Kümmert sich nicht um andere Menschen. Ne? Haben wir gerade gehört. Die kümmern sich nicht um andere Menschen. Reini ist hier gerade das beste Beispiel dafür. Cops anruft, dann darf ich mich jedes Mal zusätzlich noch mit denen auch noch rumärgern. Und sorry, aber da habe ich beim besten Willen keine Lust drauf. Ach, jetzt habe ich DND neben meinem Namen stehen, was zur Hölle? Ah, einer aus meinem Clan. Tu mir bitte den Gefallen, wenn du hier zuschaust gerade, und lauf mir du nicht auch noch nach. Dankeschön. Ich habe nämlich schon genug Leute, die mir dauernd nachrennen. Aber das ist doch mega lustig. Was zur Hölle? Laufen hier Ratten herum? Bitte geh ich auf die Hälfte. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Spiel meint oder in der Schanze. Könnte beides sein. Beides klingt plausibel. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und Ja, Reini, und eben das ist dein großes Problem. wenn dir das nicht passt, kannst du gerne gehen. Weil ich mache immer noch das, was ich will. Und nicht das, was mir Leute sagen. Da schaut mal, wir sind schon. Deswegen hat Reini auch 150 Firmen durch in 2 Jahren, ne? Wenn der Chef sagt, Reini, mach das mal, nö, ich mach das, was ich will. Ich lass mir von überhaupt keinem was sagen. Hallo, geht's noch? Ich hab schon 30 Abonnenten, ne? Wie viel hast du denn? Nachrennen. Na, mal gucken, ob sie mir dieses Mal genauso nachrennen können. Stimmt die Adresse für die Fanpakete noch? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich bin mir aber nicht sicher. Wenn du mir was schickst, achte aber drauf, dass es wirklich auch so aussieht, als wäre es von einer Privatperson. Wenn es nämlich aussieht, als würde es von der Firma kommen, wird es meistens zurückgeschickt. Er meint es genau andersrum. Ja, es muss von Amazon sein, sonst nimmt das nicht an. Hier sagt er, bitte achte darauf, dass es muss aussehen wie von einer Privatperson. Wenn es von einer Firma ist, geht's zurück. eigentlich für Ohrringe auf der Wunschliste? Naja, es sind halt Ohrringe, ne? Ich glaube. Und die Ohrringstaffel war auch toll, ne? Einmal 2 Tage drin behalten, dann war es so entzündet, dass er es rausnehmen musste. Ich meine, sei mal ganz ehrlich, ne? Wir wissen, wie er da gehaust hat. Ich wollte gerade sagen, haust. Wie er da gehaust hat. Und jetzt überleg mal, der legt sich mit dem Ohr auf sein Kopfkissen. Ja, wie die Bettwäsche aussieht, Bruder. Da will ich gar nicht. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Das erste Mal hat es 2 Tage gedauert, bis es sich entzündet hat. Und dann hat das ja irgendwie 2 Wochen später also nochmal reingemacht. Und dann hat es, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert. Dann war es wieder zu entzündet. Ich verstehe auch nicht, dass man sowas irgendwie bei sich selber privat zu Hause macht. Sich ein Ohrloch stechen lassen, kostet ein Appel und ein Ei. Ja? Ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren. Ich glaube, bei den meisten musst du sogar nur die Ohrringe bezahlen. Das Schießen ist dann gratis. Ein einziger ist schlau. Der eine einzige, der schlau ist, der rennt mir gerade nach. Die anderen. Ach, Rainer, du meinst also, es ist schlau, dir nachzulaufen, ja? Schwierig. Haben es alle noch nicht gerafft.
Bone Klings lädt ihn gerade in eine Gruppe ein. Und sorry Leute für die Qualität, ich kann es nicht höher stellen. Ja, es ist auf Full HD gestellt, ich weiß nicht, warum das, ob das die Aufnahme ist oder was, ich weiß es nicht. Du musst dich mit den Mods auseinandersetzen, ich habe mit denen nichts zu tun. Das ist, ich bin auf dem Discord, aber ich habe im Discord selbst nicht wirklich was zu tun. Nee, du schwingst dann nur den Bannhammer. Das läuft alles über die Mods und Admins. Auch die machen die Regeln, auch die machen das Zeug. Ich habe damit nicht mehr wirklich viel zu tun. Das Einzige, was ich damit zu tun habe, ist, dass ich meinen Namen für den Discord gebe und auf dem Discord rumeiere. Mit mir im Discord abzuhängen, eher wenig. Boneklings lädt eine Gruppe ein. Also wir könnten auch mal das Boneklings-Video reagieren. Hätte ich auch schon ein bisschen Bock drauf. Wir nehmen übrigens, ich weiß gar nicht, ob heute oder morgen, nehmen wir wieder ein neues Warhammer-Video auf. Ja, da habe ich Bock drauf. Das macht immer Spaß. Und ich glaube, diesmal hat auch Mad Dog gesagt, dass er dabei sein will. Der kennt sich auch aus mit Warhammer. Nicht so gut wie ich, die kennen sich alle nicht so gut aus wie ich, ne? Klar. Aber ich kann denen ja was beibringen. Zwinker, zwinker. Übrigens, falls ihr Bock habt auf das Warhammer-Video, Fuddels Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und da könnt ihr gerne drauf gehen. Also das letzte Mal, glaube ich, knapp 3 Stunden geworden. Der erste war auch knapp 3 Stunden. Wie 2,5 oder was, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da talken wir halt über Warhammer. Das macht auch viel Spaß. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie auf, was weiß ich, einen Podcast beim Einschlafen zu hören, kann ich euch nur Fuddels Kanal empfehlen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung. So, ey, ist hier echt keine Ding? Ach, Mann. Der hält sich auch für den Größten, ne? Genauso groß wie du, du Fettsack. Wie kann man sich selbst mit einem Satz... Ach, nee. Warte, wenn die Stadt hier genauso aufgebaut ist... Man kriegt echt nicht seine Ruhe, ne? Die Idioten können einen nicht in Frieden lassen. Die sind schlau, ne? Hast du ja gerade gesagt. Im Real Life steht jetzt vor meiner Tür und im Spiel teleportieren sie mir hinterher. Ist ein Weihnachts-Special geplant? Nein, derzeit nicht. Ah, ich glaube, wir hören jetzt mal auf. Ja, Gott sei Dank. Aber keine Angst, Leute. Wir sind gerade bei der Hälfte des Videos. Zu dem, was ich machen will, komme ich eh nicht. Wir spielen noch ein bisschen Musik, labern noch ein bisschen. Ja, heißt besiegt. Ne? Und wieder das alte Slipknot-T-Shirt. Junge. Heißt für mich hier besiegt. Er musste aufhören. Alexa, Studio aus. Ja, man kann meiner Gilde beitreten. Das habe ich in einem Dragon Monday sogar erklärt. Ja, Leute, Montag gibt's noch einen. Ich weiß, dass ihr den Dragon Monday wollt. Und ich werde ihn euch geben, weil ich euch liebe. Letzte Woche war viel los, ja. Haben wir was zu essen auf die Wunschliste? Zu essen brauche ich aktuell nichts auf der Wunschliste. Allerdings wird auf der Wunschliste demnächst einiges geändert. Ja, Leute, was wird wohl auf der Wunschliste geändert? Was glaubt ihr? Das kann ich vielleicht mal ankündigen. Und zwar... Ankündigen. Schneiden. Ali, sei ruhig jetzt. Habe ich vor, die Hater mal richtig abzufacken, indem ich mal zeige, was ich wirklich alles auf die Wunschliste packen könnte, wenn ich wollte. Weil vieles von dem, was ich auf die Wunschliste packe, ist Sachen, die ich wirklich für Videos brauche. Nein, Reini, auf keinen Fall. Nein. Und wenn, dann vielleicht mal irgendwie ein kurzes 2-Minuten-Video oder so. Wo das mal irgendwie im Hintergrund liegt. Ja? Nee. Nein. Selbst zum Teil Sachen, die auf meiner privaten Liste sind. Und das ist wirklich so, dass... Keine Ahnung. Also wenn ich wirklich alles auf die Liste packen würde, wenn ich wirklich gnadenlos wäre, so wie viele YouTuber es sind. Nein, Rainer, nicht viele YouTuber sind. So die meisten haben nicht mal eine Battle-Liste. Dann würden auf der Liste nicht irgendwie bloß so... Was ist denn da aktuell drauf? Kompletter Blödsinn, Reini. Es sind 18 Artikel auf der normalen Wunschliste. Das sind 19 zu viel. Und 15 auf der für Videos. Und wenn ich jetzt wirklich gnadenlos wäre und es wirklich aggressiv machen würde, dann hätte ich da nicht nur irgendwie 15 Artikel drauf, sondern locker mal 60 oder 70 Artikel. Ja, Reini, das liegt ja bei dir auch daran, ne? Es ist ja nicht dein Geld. Also ich habe Wunschlisten von YouTubern gesehen, die haben zum Teil über 100 Artikel drauf. Habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe bei ganz, ganz wenig YouTubern mal in der Wunschliste gesehen. Also ich weiß, dass Lara Loft mal irgendwas irgendwie übertrieben hat mit ihrer Wishlist. Da hat sie auch einen guten Shitstorm für kassiert. Reini ist es halt egal, ne? Reini macht Abstimmung. Soll ich eine Wunschliste machen? Oh, 95% sagen nein. Ja, dann, ja, aber 5% sagen ja, für die mache ich das. Deine Wunschlisten sind gerammelt voll, aber ganz ehrlich, Sammeln. also ich sage euch mal was, Leute, machen wir das mal, passt auf, wir machen das mal als kleines, ich mache das später mal als Highlight rein, weil mich das nämlich mal interessiert, ich würde das gerne mal mit euch bequatschen, also passt auf, folgendes, Alexa, Studio an, Alexa, Studio an, Reini, hör doch auf, die Leute damit zu nerven. folgendes, Leute. Das Ganze mit der Amazon-Wunschliste ist eine Sache, die mir schon tierisch auf die Eier geht. Garantiert. Reini, weißt du, mir geht diese Wunschliste auf die Eier. Seit einigen Jahren ist es schon so, dass ich die Wunschliste immer dann nur erwähne, wenn ich wirklich was drauf habe, was ich dringend benötige. Ja. Wie eine Zuckerwattenmaschine, eine Popcornmaschine, eine Hotdogmaschine, Federn und Schminke. Von anderen FSK 18 Spielzeugen will ich hier gar nicht erzählen. Oder wenn ich immer danach gefragt werde, wie man mich irgendwie unterstützen Niemand fragt dich das. Hör auf, diese Geschichte immer weiter zu erzählen. Niemand fragt dich das. kann, ohne dass man jetzt auf YouTube irgendwas spenden muss oder so. Ja. Man muss das sowieso nicht. Oder auf, damals war es auch noch YouNow. Und ich habe die Wunschlisten in erster Linie dann erwähnt. Natürlich habe ich sie hier und da mal am Rande erwähnt, wenn mir irgendwas krasses gekommen ist oder so. Jeden Tag. Ich muss ja die Leute vom Duden anrufen, dass hier und da jeden Tag heißt. Aber das waren so die Hauptpunkte. Und ich glaube, euch ist überhaupt nicht klar, was wirklich abgehen würde, wenn ich mich wie andere YouTuber verhalten würde. Doch, Reini, du würdest weniger Hate abbekommen. Also wenn du dich vernünftig verhalten würdest, wie die meisten YouTuber, dann wäre dein Leben einfach besser. Aber Reini hat das wahrscheinlich bei irgendeinem gesehen und sagt jetzt, ja, aber alle machen das. Uiuiui, alle sind viel schlimmer als ich. Und ich habe mir überlegt, ich werde das mal versuchen, den Monat über zu machen. Ich werde auf die Wunschliste 1000 Sachen packen. Ja, ich werde auf die 1000, das ist vielleicht übertrieben, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich übertreibe immer gerne. Ja, du übertreibst immer gerne. Vor allen Dingen, wenn du sagst, viele YouTuber, dann ist das übertrieben. Ich werde auf die Wunschliste mal wirklich Massen packen. Auf meine private und auf die für Videos. Natürlich wird auf der für Videos nur das Zeug drauf sein, was ich wirklich bräuchte für meine Videos. Natürlich. Was ist das denn? Lü, 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 lü. Er fliegt schon wieder. Aber da könnte auch weit mehr drauf sein, als das, was drauf ist. Da Ja, Reini, aber es könnte auch weit weniger drauf sein. Mach es doch wie die meisten YouTuber und lösch die Liste einfach. Ja, die haben nämlich keine. wären Dutzende von Videospielen drauf, da wären Dutzende von, ich weiß gar nicht, was alles mit drauf. Auf meiner privaten Wunschliste wären so Sachen wie die ganzen Energy-Paletten. Na, da sind zwei, drei Paletten sind drauf. Nochmal, ich wollte es nämlich gerade sagen. Auf meiner privaten Wunschliste wären so Sachen wie die ganzen Energy-Paletten. Na, da sind zwei, drei Paletten sind drauf aktuell. Also, wenn er es richtig übertreiben würde, dann wären da zum Beispiel Monster Energy Paletten drauf. Es sind übrigens gerade Monster Energy Paletten drauf. Versteht ihr? Und so, und das ist auch immer geil. Aber ich kann euch mal zeigen, wie ich bin. Also, Reini, du zeigst uns seit Jahren, wie du bist. Das ist ja dein Problem. wie ich normal bin, wisst ihr, ne? Das ist dein Problem. Ich erwähne das mal, ich sag mal was dazu. Vor allem, wenn ich was benötige, was drauf ist. Ja, so wie du normal bist, bist du jetzt gerade. Ne? Da ist aber ein Lülülü dabei. Das ist normal. Finde ich. Was ich dringend benötige, vor allem wie mein Grafikkarte, ein Netzteil oder irgendwas in die Richtung. Jeder braucht dringend mal eine Grafikkarte, Reini. Und jeder kauft die sich selbst. Vor allen Dingen, wenn er damit sein Geld verdient. Das ist ja, als wenn ich als Handwerker zu einem Kunden fahre und sage, ja, ich kann hier leider nicht bohren.
Wieso? Ja, ich habe keine Bohrmaschine, aber ich habe die auf der Wishlist. Ja, ihr könnt mir die gerne kaufen. So wäre das als Vergleich. Oder zum Beispiel für das Ding. Und ich kann euch mal zeigen, Nein, Rainer, wegen dem Ding hast du ja doppelten Sound. Das möchte keiner. wie es andere YouTuber machen. Dann würde ich Ja, Rainer, mach es wie andere YouTuber und lass die Liste weg. jedes Mal in einem Video oben einblenden. Ey, vergesst nicht auf der Wunschliste nachzusehen. Teilen, liken, abonnieren, überall fette Buttons einbauen. Ja, ich finde, das kann man ruhig mal erwähnen. Teilen, liken, abonnieren. Warum nicht? Ja, das tut keinem weh und das kostet nichts. Ich sag ja auch, ihr könnt gerne bei mir ein Abo nachschmeißen. Ich würde mich darüber freuen. Das ist einfach so, ey, das ist mein Hobby. Und wenn ich sehe, dass viele Leute mein Hobby teilen, ich habe gerade gestern wieder einen Kommentar bekommen, gestern und vorgestern, hier, ich bin neu bei dir, hab dich entdeckt. Habe ich gesagt, hey, das freut mich. Ich hoffe, du bleibst jetzt auch. Und habe ich der Person, du fühlst dich jetzt angesprochen, die Seite der Drachenchronik mal empfohlen und so weiter, weil die Person anscheinend neu im Game war. Ich kann dir hier auch meinen Einsteiger-Podcast empfehlen, hier bei mir auf dem Video. Ja? Nur wenn man so nebenbei hören möchte. Liebe geht raus an dich. An euch alle natürlich. Immer mit Klicks und oder immer mit diesen ganzen Dingen und mit diesen Geräuschen und so, dass es auch ja nicht übersehen wird, das dann noch ungefähr 20 Mal im Video erwähnen. Das könnte ich alles machen, mache ich alles nicht. Ja, ich erwähne es hier und da mal, klar, aber wenn Hier und da, jeden Tag. man das mal mit anderen YouTubern vergleicht, das könnte. Ja, Rainer, welchen YouTuber soll ich jetzt raussuchen? Einfach irgendeinen random irgendwo draufgehen und gucken, ob da eine Wishlist ist? Soll ich mal machen? Möchtest du nicht? Nicht vergleichen. Das könnt ihr nicht vergleichen. Und ich habe mir überlegt, ich mache das diesen Monat mal in meinen Videos und auch in meinen Streams. Ich werde irgendwie immer tausendmal am Tag einblenden. Wunschliste, Wunschliste, Wunschliste. Blablabla. Und das. Meine Fresse, da war er 31, Leute. Blub, 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 31. Die ganze Zeit. So wie es auch andere YouTuber machen. Oder wie es, vielleicht werde ich es. Ihr kennt mich, ne? Ich werde es wahrscheinlich wieder ein bisschen übertreiben. Bist jetzt auch schon am Übertreiben, Reini. Aber dann seht ihr mal, wie ich es machen könnte. Reini, das ist so, als wenn du, weiß ich nicht, du stehst vor Gericht, weil du 20 Euro geklaut hast. Ja, stehst vor Gericht, dann sagt die Richterin, warum haben sie 20 Euro geklaut? Und dann sagst du, ja, Frau Richterin, ich kann jetzt gleich mal losgehen, kann 100 Euro klauen, ja? Dann kann man sehen, was, können Sie mal sehen, was ich machen könnte. Ja, da werden Sie sich aber wundern. Ja, wir werden uns wiedersehen, du. Also wegen 20 Euro können Sie mich jetzt hier nicht verurteilen. Ich hätte auch 100 klauen können. Das werde ich gleich mal machen. Und dann wisst ihr ja, wie ich es mache. Und dann ist es vielleicht dann mal endlich a Ruhe mit dem ganzen. Gib a Ruh, Rainer. Du bist ein scheiß Bettler, Alter, weil du eine Hey, da Stimme. Wunschliste hast. Und ich bin auch überhaupt nicht neidisch, nur weil du Sachen kriegst, die ich gerne hätte. Also bis jetzt hast du noch keine Sachen bekommen, die ich gerne hätte. Außer Erdnüsse. Warum schickt ZDK dir Erdnüsse und mir nicht? Stimmt denn nicht mit dem? Nee, also bis jetzt ist da noch nicht viel bei rumgekommen, was ich gerne haben würde. Und wenn ich es gerne haben würde, dann kaufe ich es mir halt. Weil Leute dir was geben für das, was du machst, für deine Arbeit und so weiter. Für deine Arbeit. Zum Beispiel WoW spielen, ja? Was ich nicht als Arbeit ansehe. Das ist nämlich genau der Punkt. Die Hater labern mich dumm an oder machen mich dumm an. Nein, Rainer, du hast die gerade dumm angemacht. Jetzt gerade, vor einer Sekunde. Weil ich etwas mache, was sie gerne machen würden. Nein, das würde ich nicht gerne machen. Warum sollte ich mir eine Bettelliste hier reinstellen? Ja? Nein, das mache ich nicht gerne. Absolut nicht. Wenn ich es gerne machen würde, würde ich es machen. Aber ich mach's halt nicht. Ich nehme keine Spenden, ich mache keine Kanalmitgliedschaften, ich habe keine Bettelliste, nichts. Und ich bin da auch nicht neidisch auf dich. In überhaupt keiner Weise in deinem Leben. Und sie sind total neidisch drauf. Das ist nämlich. Nicht mal ein bisschen. Worauf ich sagen müsste, dass ich ein bisschen neidisch wäre, wäre dieses Gefühl zu haben, einfach auf alles zu scheißen. Ja? Das kann ich nicht. Wenn ich irgendwie eine Rechnung bekomme, dann, ja, dann bezahle ich meine Rechnung, dann kümmere ich mich darum. Dieses Gefühl zu haben, oh, nur scheiße ich drauf. Ach, die schreiben nächsten Monat bestimmt nochmal. Ja? Das ist halt Reini. BLM? Pff.
Ach komm. Das ist der einzige Grund, warum die Leute so aggressiv darauf sind, dass ich das mache. Wisst ihr Bescheid? Ja, Reini hat gesprochen, jetzt wisst ihr Bescheid. Habt ihr wieder was gelernt beim Reini? Das ist nämlich genau das, was mich immer so abfuckt. Weil es immer derselbe Scheiß ist. So, ja, mach mal. Ja, Rainer, mach was. Mach was für deine Kohlen. Mach einfach was Vernünftiges. Gut, den Quatsch kannst du dir echt in die Haare schmieren. Ich habe die Schnauze nämlich voll mit so einem Satz. Kannst du dich sonst so in den Schritt verziehen? Ja, Rainer, ich habe auch... Komm. Oh, guck mal hier. Hä? Rainer spielt Verstecken. Es gibt zwei Wunschlisten. Hast du gerade schon mal erzählt, Reini? Ne? Es gibt zwei. Es gibt eine private Wunschliste. Auch so ein Ding, ne? Wie Reini sagt, er wiederholt sich nicht gerne. Und zwar, wenn ihn jemand was fragt. Aber wenn er möchte, dass die Leute was machen, dann wiederholt er sich gerne. Da sind Sachen drauf wie Energy Drinks, wäre ja übertrieben, ne? Werkzeuge, die ich benötige. Ja, wir wissen auch alle, wofür ihr die benötigt. Ich will jetzt hier nichts unterstellen. Ja, ich werde hier nur meine Meinung kundtun. Und zwar finde ich es aber ein merkwürdig, dass jedes Mal, wenn ihm Werkzeuge gekauft wurden, im Raum Altschauerberg solche Werkzeuge immer auf eBay Kleinanzeigen aufgetaucht sind. Das finde ich persönlich einfach ein bisschen merkwürdig. Ich will ihm nichts unterstellen. Aber, Ding. Löwen. Lass mich mal kurz nachspicken, ein bisschen. Es ist er hat nur Sachen drauf, die er braucht. Jetzt muss er mal nachgucken, was drauf ist. Wenn ich weiß, dass ich irgendwas brauche, dringend brauche, dann weiß ich auch, was da drauf steht. Es steht einfach Blödsinn drauf. Werkzeug drauf, was ich brauche. Es ist eine Lampe drauf, die ich brauchen könnte. Es ist eine Taschenlampe, die ich brauchen könnte. Mit drauf. Es ist ein Buhu-Becher, den ich ultra lustig finde, weil ich... Den braucht er. Er braucht einen Buhu-Becher. Es sind nur Sachen drauf, die ich dringend brauche, ja. Ich der Buhu-Fan bin, ne? Ihr erinnert euch. Ja, bitte erinnere mich nicht dran. Es ist ein Fernseher drauf, den ich gerne für mein Wohnzimmer oben hätte, den ich aber nicht habe. Es ist ein Fernseher drauf. Den braucht er dringend. Für das Zimmer, in dem er nie ist. Versteht ihr? Es sind Paletten für Amazon drauf. Es sind Paletten drauf für Energy Drinks. Hast du jetzt, glaube ich, auch das sechste oder siebte Mal schon erwähnt. Es sind Ohrringe drauf. Die braucht er unbedingt. Ohrringe und Buhu-Becher. Aber er könnte auch Sachen drauf machen, die er nicht braucht, hä? Es ist noch eine Alexa drauf, weil ich eine benötige nochmal für... Er benötigt ungefähr 40 Alexa. Natürlich, natürlich. Na, damit der Leuten damit noch mehr auf den Sack gehen kann. Ein weiteres Zimmer. Und ich, wie gesagt, ich kann da mal Sachen draufpacken, unabhängig vom Preis, weil ich achte... Erzählt mir mal, für was ihr eure A... benutzt. Also ich bin ganz ehrlich, ich benutze die fast nur zum Kochen. Also, dass ich mir da irgendwie einen Timer stelle oder so. Auch im Normalfall achte ich auch immer auf den Preis. Gut, die Werkzeuge sind recht teuer. Er achtet normalerweise auf den Preis. 1000 Euro Grafikkarte, 1000 Euro Fernseher. Gut, die Werkzeuge sind aber ein wenig teuer. Wenn Reini mir jetzt sagt, ich achte ja eigentlich auf den Preis und zeigt mir dann seine Wishlist, dann würde ich sagen, okay, er achtet auf den Preis, er achtet darauf, dass es immer schön teuer ist. Aber ihr könnt euch ja alle zusammenschließen und ihm ein Schweißgerät kaufen, versteht ihr? Ich achte im Normalfall schon auch immer wegen auf den Preis. Und wenn ich das mal nicht mache, ihr werdet mal sehen, ich werde mal schauen, ich denke, ich werde mich heute Abend mal hinsetzen und das heute Abend direkt mal umsetzen. Das will ich schon die ganze Woche machen. Und dann werde ich euch mal zeigen, was ich wirklich so letzten Endes habe. Ich werde mal den Rest des Monats, den Rest des Novembers, werde ich mal auf die Wunschliste zig Sachen draufpacken, die ich gerne hätte. Ja, am Ende kam übrigens kein Auspackvideo davon. Kann es sein, dass dir niemand etwas gekauft hat, Reini? Ich werde mal so ein bisschen Musik anmachen und richtig einen Shopping-Modus einsetzen. Ja, wenn man shoppen geht, kauft man sich selber etwas. Und wirklich bei Amazon mal ein bisschen rumgucken, was ich so brauchen könnte. Wirklich mal so überlegen, mal so bei mir durchs Haus gehen, was könnte ich brauchen, was hätte ich gerne. Und das alles mal auf die Wunschliste packen. Das ist sowas von frech. Und das auch noch anzukündigen, als wenn es was ganz Normales wäre.
ist doppelt frech. Und dann werden wir schon sehen. Und dann, ich habe übrigens gesehen hier dieses Gartner-Lied. Ey, das hat mir, ey, ich fand das so lustig. Absolut ganz, ganz große Klasse. Also, ganz stark. Ob das sinnvoll ist oder nicht. Und dann auch dann immer in Streams immer erwähnen, in den Videos immer erwähnen, immer einblenden und so weiter. Dann bin ich mal gespannt, ob dann immer das noch kommt. Ja, Reini, es wird mehr. Das ist, du sagst, die Leute beschweren sich bei mir über irgendwas. Also mache ich es jetzt ganz extrem und dann bin ich mal gespannt, ob sie sich beschweren. Ja, Reini, natürlich wird es dann mehr. Freilich. Ich schau mal kurz, was ich mir zu Abendessen mache. Ich bin gleich wieder da. Reini, was möchtest du zu Abendessen? Antwort, ja. Rumpel, rumpel, rumpel. Reini wühlt sich durch die Schanze. So. So, da bin ich. So. Was gibt's denn Leckeres? Ich mach mir jetzt nichts zu essen, das kommt später. Reini sagt, ich gebe jetzt was zum Abendessen machen, oder was ich mir zum Abendessen mache. Dann fragt jemand, was gibt's denn Leckeres? Ich mach mir nichts. Junge. Ich habe beispielsweise aus der Gefriertruhe geholt. Reini, was denn? Oh ne, jetzt leckt er wieder. Ah, Leute, die Szene kenne ich noch. Ah, oh, Leute, für Leute mit einem schwachen Magen und eigentlich für Leute auch, die so ein Fremdscham-Cringe-Ding haben, so wie ich. Wir sollten uns das eigentlich nicht anschauen jetzt. Aber ich liebe euch halt und ich weiß, ihr wollt es. Also let's go. Danke für die Großaufnahme, Ranger. Vielen Dank. Ich liebe dich. Ich habe kein Lieblingsbier. Er hat aber wirklich alles. Boah, Leute, habe ich Gänsehaut. Ihr könnt das nicht vorstellen. Er hat das wirklich alles in Großaufnahme. Guckt euch das mal an. Schnell weiter. Ich habe deine Nachricht jetzt 4-mal gelesen. Ich frag mich wirklich, ob der wirklich, schreibt mir das mal rein, was ihr glaubt. Macht er das mit Absicht gerade? Versucht er zu triggern? Oder meint ihr, er leckt sein Eis wirklich so? Dieses Kalippo. Meint ihr, ist das immer so, auch wenn er nicht vor der Kamera sitzt? Kein Interesse daran, mich mit Leuten zu unterhalten. Dankeschön. Ich hab genug. Ja, dann macht den Stream aus. Das sind Leute, die gehen ins Discord und man geht dann zu denen in den Raum und sagt, hey. Und dann sagt er, ja, hi. Was machst du? Ja, du, sorry, ich kann gerade nicht so viel reden. Ich baue hier gerade was. Grüße gehen raus, Herr Trollindemann. Und dann sagen die, ja, ich kann gerade nicht reden. Aber warum gehen die denn ins Discord? Ja? Das macht doch keinen Sinn. Ja? Nein, ich liebe meinen guten Freund Trollindemann. Wir haben unser Video übrigens fertig. Es scheint dabei ein wenig Probleme zu geben. Das wird die Tage kommen. Ja, es ist nur Part 1. Über Sachen, die uns in Games und so weiter auf den Sack gehen. Und mit Publishern und so, natürlich EA und Activision Blizzard. Da wird was zu kommen. Wird noch ein, zwei Tage dauern wahrscheinlich. Mit Leuten zu tun. Macht er das mit Absicht? Oder ist er das wirklich so? Ich will einfach nur meine Ruhe. Ey, sorry Leute, ich habe jetzt echt drauf gewartet, dass er was sagt. Ich konnte nicht mehr hinschauen. Ja, ich habe ja rechts auf die Wand geschaut. Ich konnte nicht mehr hingucken. Ich habe so viel zu tun mit Menschen. Ich mag das aber nicht, ich will meine Ruhe. Rainer, dann streame nicht. Streamen tut man, um sich mit der Community zu beschäftigen. Ja, wenn man das nicht will, wenn man keinen Bock drauf hat, dann mach aus. Ich habe mit mehr als genug Menschen zu tun den Tag über. Ja, sagt der Mann, der 24-7 allein in der Schanze sitzt. Hä? Just saying. Du darfst klein im Chat schreiben. Warum sollte das nicht dürfen?
du gerade gesagt hast, dass du dich nicht mit ihm unterhalten willst. Wenn du dich an die Regeln hältst und dich vernünftig verhältst, ist kein Thema. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video machen und auch noch hochladen, wenn es hinhaut. Streamen werde ich auch noch maximal. Ich werde gleich mal schauen auf Drachenchronik. Das war der 17.11.2020. Ich werde gleich mal schauen, ob es noch ein Video gab. Mal bis 10, ich sag aber gleich, wahrscheinlich machen wir es noch bis halb. Und ich sag euch, wenn noch ein Video hiernach kam, wenn er das Wort gehalten hat, dann reacte ich das hier im Anschluss direkt. Mir egal, wie lange es dauert. Ich bin heute eine Stunde früher aufgestanden, weil ich mir schon dachte, ich habe gestern nichts gebracht, heute musste ein bisschen was nachliefern, heute muss ein bisschen länger werden. Ich weiß, ihr mögt es, wenn es länger ist. Lell. Wenn er, ich gucke gleich bei Drachenchronik nach, am 17.11.2020 noch was gemacht hat, dann kommt das hier im Anschluss. Lecker Eis. Voll. Moment, stopp. Wisst ihr, was schlimm ist? Es ist 3 Uhr morgens und jetzt habe ich Bock auf ein Kalippo. Ich gucke mir nicht einfach die Szene nochmal an, wie er es leckt. Dann vergeht es mir wieder. Wenn das, was du sagst, stimmt, sage ich dir gleich. Ich habe absolut kein Interesse an irgendwelchen Konsolen, außer an einer Switch. Natürlich. Natürlich. Ganz im Ernst, ich spiele auch gerne mit der Switch, ne? Wir haben jetzt dieses Wii Sport, da spiele ich super gerne Tennis online. Oder hier Mario Maker spiele ich halt auch super gerne. Es spricht überhaupt nichts gegen, Nintendo zu mögen. Was mich nur so ein bisschen stört, sind diese Dullis, die sagen, nö, ich mag nur Nintendo und alles andere ist scheiße. Und nee, das ist einfach Blödsinn. Ja, das ist genau wie die Leute sagen, nee, iPhone, letzte Dreck und so weiter. Ich bin hier großer Samsung-Fan. Was für ein Quatsch. Ich kriege mich doch nicht, oder ich provoziere doch keine Leute, weil die eine andere Konsole oder ein anderes Handy mögen. Ne? Immer friedlich bleiben. Und die steht bereits hier. Ich habe kein Interesse an einer PlayStation 4. Ich habe kein Interesse an einer PlayStation 5. Kein Interesse an einer Xbox One oder Xbox 3 oder Xbox was weiß ich. Kein Interesse. Tut mir leid. Darauf... Tja, Reini, hättest du die mal auf deine Wishlist gesetzt, vielleicht hättest du dir einer für 500 gekauft und hättest du für 800 weiterverkaufen können. So einer bist du nämlich. Ich kenne ein, zwei Leute, die haben das gemacht, ich weiß, es ist nicht so, eigentlich nicht die feine englische Art, aber es gibt halt mehrere, die haben sich dann wirklich irgendwie 3, 4 Playstation gekauft, ja, und versuchen die einfach mit Geld, mit Gewinn weiter zu verscheuern. Die haben den Leuten das weggekauft, damit sie es dann teurer wieder denen anbieten können. Und dann kenne ich ein, zwei Leute, die haben Leute, was weiß ich, wo die herkamen. Ja, die haben die irgendwie 200 Kilometer weit fahren lassen. Da haben sie gesagt, nee Leute, hier mit der Post will ich das nicht haben. Das müsst ihr mir bringen, ich bezahle euch das auch. Ja, dann haben wir nicht 800, machen wir 1000 Euro. Sondern sind die Leute irgendwie 200, 300 Kilometer weit gefahren und da war dann niemand. Ja, da haben sie die Leute, die die anderen verarschen wollen, haben sie selber ausgetrickst. Existieren keine Spiele, die mich interessieren? Nein, das kannst du nicht wissen, denn du kennst die ganzen Spiele. Es gibt so viele Spiele auf Xbox und PlayStation. Bruder. Das Einzige, was mich interessiert, sind die Spiele auf den Nintendos. Und auch nur, weil es Nintendo ist und ich mit Nintendo aufgewachsen bin. Ich bin auch mit Nintendo aufgewachsen. Ja? Aber warte, Moment, ich muss mal kurz was ausprobieren. Oder was nachschauen. So, ups, jetzt habe ich hier wieder Ding, ja? Das liegt am Ding, Leute, habt ihr vorhin gemerkt. Rainer ist ja 89 geboren. 94 kam die PS1 raus. Da war er 5 Jahre alt. Jetzt kann er mir nicht sagen, dass er nicht in dieser Generation mit aufgewachsen ist. Ja? Nee. Ich kann mit PlayStation und Xbox nichts anfangen. Es gab Xbox 360, die steht auch noch hier. Da habe ich auch noch einige Dutzend Spiele hier. Warum denn einige Dutzend Spiele, wenn du damit nichts anfangen kannst? Das beißt sich ja weg. Und auf PlayStation ist ganz klar, Demon's Souls und so weiter, die Souls-Titel wurden halt für die PlayStation entwickelt. Dementsprechend waren auch die ersten Ports für den PC kacke. Aber das sind halt Spiele, die mich zum Beispiel interessieren. Die ist echt cool und ich spiele auch echt gerne die Spiele drauf, aber PlayStation One oder wie oder Xbox One und PlayStation 3 oder PlayStation... Also Xbox und PlayStation interessieren ihn nicht, die Xbox steht da, die ist auch echt cool, er spielt auch echt gerne drauf, aber interessiert ihn nicht. 4. Meine 3 habe ich verkauft. Meine PlayStation 3 habe ich damals verkauft, weil ich davon 4 Spiele hatte, von denen mir nur eins gefallen hat und auch das nur irgendwie mäßig. Doch. Dann hast du dir vielleicht... Rainer ist so jemand, der Bauer nicht schwimmen kann, liegt an der Badehose. Rainer ist so jemand, der kauft sich eine PS3, kauft sich dafür die falschen Spiele und sagt dann, nee, die Konsole ist blöd. Ja, original. Das ist mein Ernst und das weiß auch eigentlich jeder.
Ich bin von Anfang an ein Nintendo-Fan gewesen und wenn ich nicht gerade irgendwas am Computer habe oder so, dann interessieren mich Spiele eigentlich auch nicht, wenn es nicht auf der Nintendo ist. Tut mir echt leid. Tja, Spiele interessieren mich nicht, solange sie nicht auf Nintendo sind. Eine sehr merkwürdige Aussage, wie ich finde. Das sage ich jetzt gleich, wie es ist, weil ich habe kein Interesse an einer Xbox oder einer PlayStation. Und auch an keine andere Konsole. Die einzigen Konsolen, die mich interessieren, sind Nintendo und ansonsten Computer. Deswegen sage ich das jetzt. Eigentlich ist es aber auch bekannt. Also es ist eigentlich bekannt, dass ich ein Nintendo-Spieler bin oder. Ja, ihr müsst wissen, dass ich Nintendo-Spieler bin. Ich bin aber kein Promi, ne? Aber ihr müsst das wissen über mich. Eben PlayStation-Spieler, Nintendo-Spieler oder Computerspieler bin. Tut mir echt leid. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen Grund dafür, dass sowas wie Konsolen nicht auf meinen Wunschlisten sind. Oder warum nur Spiele Weil sie dir eh keiner kauft. von Nintendo oder Computer auf meiner Wunschliste ist. Sorry, folge ich jetzt seit 4 Monaten. In so einem Fall solltest du vielleicht drüber nachdenken und erst mal gucken, bevor du was kaufst, weil solche Anschaffungen sind extrem teuer. Es tut mir echt leid, wenn du dir jetzt besorgt hast, aber wie gesagt, ich habe an sowas echt kein Interesse. Computer und Nintendo. Abgesehen davon interessiert mich das nicht. Weil alles, was es auf Computer gibt, kriege ich auf Nintendo oder auf dem Computer. Also. Alles, was es auf dem Computer gibt, kriege ich auf Nintendo oder auf dem Computer? Also auf den anderen Konsolen meine ich. Nee, Reini, nee. Du bekommst zum Beispiel kein Demon's Souls auf dem PC. Leider. Kein Bloodborne. Leider. Ne, das sind alle super Spiele. Die wurden aber für. Also auch hier Horizon Zero Dawn und so weiter. Das wurde ja auch erstmal nur für die PlayStation entwickelt. Gibt keine Spiele auf der PlayStation oder auf der Xbox, die mich interessieren. Und wenn doch, dann kommen die meistens auch auf anderen Konsolen. Nicht, wenn sie exklusiv sind. Nintendo hat aber auch einfach die besten Games. Ja, sehe ich auch so. Ja, tut mir leid, wie gesagt, ne, jetzt hast du ja schon nicht mit Verlust verkaufen, weil sowas kauft man ja normalerweise ja recht teuer und dann muss man es ja selbst wenn es ja nicht einmal benutzt ist. Ja, das ist eben ein Ding, Rainer. Bei der PS5 ist das halt anders. Ne, die kann er mit Gewinn verkaufen. Aber wie gesagt, bei solchen Sachen kann ich dir leider nicht helfen. Tut mir leid, da bin ich echt. Wenn ihr mir irgendwas schenken wollt oder irgendwas schicken wollt oder irgendwas kaufen wollt, schaut auf Amazon. Denn da ist grundsätzlich nichts drauf, was ich nicht brauche. Zum Beispiel eine Buhu-Tasse. Versteht ihr? Ob ihr versteht, habe ich gefragt. Das Beste, was ihr machen könnt. Pass auf, bei den Konsolen, bei den Spielen musst du auch aufpassen. Wenn Spiele nicht auf meiner Wunschliste sind, kann es schnell passieren, dass ich irgendein Spiel doppelt kriege. Weil ich irgendwelche Spiele schon habe. Splatoon 2 fehlt mir noch, aber die anderen Spiele auf der Liste, die drauf waren, habe ich mir schon gekauft. Also das war ja einmal Pikmin Deluxe, das habe ich mir schon geholt. Und das andere war ja Animal Crossing, mir ist der Name nicht eingefallen. Also, die Spiele hat er ab und zu mal im Stream gezockt. Also, gerade Splatoon. Ey, man hat wirklich gesehen, wie unfähig er bei diesem Spiel ist. Ich will nicht sagen, dass ich es besser könnte, ja. Aber was ist danach auch passiert, wenn er verloren hat, ja? Die anderen waren schuld. Das Team war schuld. Hat man auch viel bei seinen Overwatch-Dingern gesehen. Ja, wo sind jetzt wieder alle? Alle sind falsch, nur ich bin richtig. Na klar, Reini. Die habe ich mir jetzt auch beide schon geholt. Die habe ich auch schon gestreamt, beide. Tut mir echt leid. Vielleicht kannst du es ja für irgendwas in deiner Familie verschenken. Vielleicht hast du ja einen Neffen oder. Da ist Reini auch ganz groß drin, in seiner Familie was zu verschenken. Lel. Oder Cousin, eine Nichte oder sowas, die sich dafür interessiert. Oder vielleicht kannst du es ja auch selber nutzen, wer weiß. Vielleicht kann ich jetzt studieren oder noch nicht. Was du noch nicht hast. Wie gesagt, das musst du ausprobieren, das weiß ich leider nicht. Wenn es noch nicht angekommen ist, theoretisch gesehen kannst du es stornieren. Oder nochmal zurückschicken, das weiß ich auch nicht. Theoretisch gesehen müsste es gehen. Ich weiß, dass es zumindest bei der Konsole eine Zurückgarantie geben muss. Nee, rein, aber nicht, weil sie dir nicht gefällt. Das wäre dann Kulanz, ne? Wenn sie kaputt ist, natürlich, da hast du Garantie drauf. Aber einfach etwas zurückgeben, was dir nicht gefällt. Wenn sie das aus Kulanz machen, okay. Für 1 oder 2 Jahre. Oh, das ist ein geiles Stück. Du geiles Stück, du geiles. Extra Studio aus. Ja, ich hoffe auch bis bald. Ich habe ja schon gesagt im Dragon Monday, ich möchte die Woche mindestens 5 Streams machen. Natürlich. Was er immer im Dragon Monday alles sagt. Und den nächsten Dragon Monday ist dann, was habe ich angekündigt? Was ist gekommen? Wie gesagt, ich schaue jetzt gleich 17.11. hier, 2020. Ich schaue auf Drachenchronik, ob er noch ein Video gemacht hat.
Oder also mindestens 5 Tage jeweils einen Stream machen. Was ist eigentlich der Raum Privat-Talk mit Drache? Das ist mein Privatraum. Wie gesagt. Da dürfen Leute einmal die Woche abends rein, wenn sie sich einen 100€ rankaufen. Lell. Wie gesagt, Folge in. Was? Was? Da hab ich wieder ein Bingo. Verfolge ihn noch nicht arg lange Zeit. Wenn man jemanden nicht arg lange verfolgt, warum will man ihm denn eine Konsole kaufen? Macht ja auch keinen Sinn. Und wenn man ihn hier schon länger verfolgt, warum will man ihm dann eine Konsole kaufen? Nee. 4 Monate. Ja, wie gesagt, in so einem Fall einfach ein bisschen recherchieren, dass ich keine. Ja, Leute, recherchiert mal bitte ein bisschen, damit ihr gute Sachen bekommt, ja? Konsolen außer Nintendo Markt ist eigentlich eine bekannte Sache, das müsste man eigentlich rausfinden können. Bei solchen Sachen muss man einfach vorsichtig sein, beziehungsweise am besten bei sowas einfach immer. Ich kann immer nur sagen, haltet euch bei sowas bitte einfach an die Wunschliste. Da fahrt ihr immer am besten. Das ist diese Wunschliste, bei der er bald richtig übertreiben will und tausende Sachen draufsetzen will. Die braucht er alle. Zwinker, zwinker. Wie gesagt, ich werde mich heute noch darum kümmern, dass ich die Wunschliste mal so voll prügel, wie ich gesagt habe. Ja, dann schauen wir mal, wie das den Monat läuft. Macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande, verhaltet euch vernünftig und Na, dir Schande zu machen, puh. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ständig, da findet ihr alles, was ihr braucht. Da fahrt ihr immer am besten eigentlich. Abgesehen davon, es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich halt viele Sachen, die ich brauche oder möchte, schon hab, weil ich eigentlich ein sehr genügsamer Mensch bin. Ja, ich habe ja eigentlich. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Er ist ein sehr genügsamer Mensch? Junge, jetzt kippe ich hier gleich vom Stuhl, ohne Spaß. Ich habe mir die Regel aufgesetzt, dass ich keine Polizei mehr rufe, aber die Typen sind jetzt halt hier seit 3,5 Stunden. Ich denke, das heißt Stunden. Ich werde jetzt die Polizei doch mal rufen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö tschö, bleibt sauber. Ja Leute, das war's. Ich möchte noch kurz hier weiterlaufen lassen, Sekunde, weil... Aber macht mir keine Schande. So, das hier möchte ich gerne zeigen. Hier bitte beim lieben Ranger, natürlich abonniert, freilich. Bitte dem guten Mann ein Abonnau schmaßen. Ja, absoluter Ehrenmann. Und ich werde jetzt mal schauen, 17.11.2020. So, da sind wir. Ihr seht's hier, 17.11.2020. Das ist der YouTube-Stream und hier ist nochmal das Highlight, wo sie einfach nochmal rausgeschnitten haben, hier die Amazon-Wishlist, was er uns gerade erzählt hat, und der WoW-Stream. Ja, es kam kein Video. Das angekündigte Video kam natürlich nicht. Ich habe allerdings jetzt noch wirklich ein bisschen Zeit. Was machen wir denn, du? Mit dem angebrochenen Tag. Lell. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Moment. Ich habe ja gesagt, wir machen Sonntag hier von dem lieben Mettbrötchen. Das machen wir jetzt noch. Ja. Wenn ich jetzt nämlich gesagt habe, ich mache noch ein Video und dann mache ich doch keins, dann heißt das nachher der Ankündigungs-Ani. Und das möchte der Ani nicht, weil der Ani euch liebt. Und wie gesagt, der Mettbrötchen hat mich gefragt, ob ich dieses Video reacten könnte. Und ey, da kann ich ja gar nicht Nein sagen. Das geht doch gar nicht. Wenn jemand so Qualitätsmet raushaut und der dann sagt, kannst du das nicht mal? Natürlich mache ich das. Ganz viel Liebe und Ehre geht raus an dich. Let's go. Metal-Leute, Servus und alles. Ich glaube, er ist ein wenig leise jetzt, ne? Ich werde ihn mal auf Ding machen hier. Moment. So. Hoffentlich ist er jetzt nicht zu laut. Wenn ja, habe ich reingeschissen. Moment. Etzala. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim kurzen Video auf TikTok. Ich wollte halt mal ein Thema ansprechen, das mich jetzt speziell gestern sehr betroffen hat und was ich... Wie viel TikTok er damals noch hatte? Lell! ...was ich gestern sehr stark gemerkt habe. Und zwar ist mir gestern aufgefallen, in mehreren Läden, als ich in Nürnberg war, dass jeder, aber wirklich jeder von den Angestellten einen geduzt hat. Reini, ein Sie
Gut, ich bin bei Angestellten, wie man Kunden behandelt, doch eigentlich schon mit Sie. Aber, also man sollte eigentlich jeden siezen. Am Anfang, ja, bis einem das Du angeboten wird. Es sei denn, ist jetzt eine Community zusammen oder so. Ja, ist was anderes. Aber hey, da ein Video drüber zu machen, ich wurde geduzt, ja, das ist ja im Endeffekt Mobbing. Merkwürdig, ne? Das ist mir neulich schon. Ich finde es aber auch schön, dass gerade er das sagt, ne? Wenn er dahin geht und dann hier verpisst euch, ihr Dirnensprösslinge, ja, Rainer redet hier von Respekt. Und das finde ich ein wenig schwierig. Mal in Neustadt aufgefallen und jetzt rückblickend betrachtet ist mir das schon fast überall aufgefallen. Rückblickend betrachtet, Rainer, machen diese Videos noch mehr Spaß. Es gibt manche Läden, bei denen sage ich, okay, ne, wenn mich jemand duzt, kein Problem. Rainer, wahrscheinlich hast du mit dem Duzen angefangen. Ja, kannst du mir mal sagen, wo der Ofenkäse steht? Dann sagt er, jo, das kann ich dir sagen. Ja? Sind aber im Normalfall Läden, in denen ich entweder die Leute schon seit Jahren kenne oder regelmäßig da einkaufe und deswegen die Leute mich kennen. Grüße gehen raus an den Zwingel. Wenn ich aber in irgendeinem Shop bin, in dem ich das erste Mal bin, und noch dazu, wenn es ein Shop in der Stadt ist, dann frage ich mich letzten Endes schon. Letzten Endes, wuh, Grüße gehen raus an Hicks, an Quaffi, an Franz, an Süßmulle, an alle. Und natürlich jetzt auch mal an Mettbrötchen, weil wir wegen ihm dieses schöne Video sehen können. Warum duzen einen die Leute? Warum duzt du ständig die Leute und provozierst sie dann dabei? Was ich auch nachvollziehen kann, ist, wenn einen jemand duzt, der älter ist als man selbst. Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Ich duze prinzipiell, wenn ich sehe, da ist jemand, was weiß ich, 20, 25, den duze ich nicht. Nein, den sieze ich. Ja, wenn jetzt ein kleines Kind daherläuft, natürlich sieht sich das kleine Kind nicht. Aber wenn da jemand ist, der einen älteren Eindruck macht, oder, also, ihr wisst, ich bin uralt, ja, ich bin so um die 300. Wenn da jemand ist, der jünger ist als ich, natürlich, auch der wird gesiezt. Ja, der Ältere darf natürlich, oder ist es natürlich irgendwie Knigge oder wie das heißt, dass der Ältere das Du anbietet. Ja, aber pff. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn mich jemand duzt, der offensichtlich jünger ist als ich. Ja, Rainer, und das beweist oder das zeigt deine merkwürdige Einstellung. Mal abgesehen davon, dass es in einem Geschäft völlig normal ist, die Kundschaft zu siezen. Da muss ich ihm recht geben. Eigentlich ist das normal. Früher hat mich das nicht gestört. Ich muss dazu sagen, früher hat es mich generell nicht gestört, wenn man mich geduzt hat. Aber heute, wo er der große YouTube-Star ist, da möchte er gerne gesiezt werden. Ja, da können die Leute auch schon mal auf die Knie fallen. Das ist in Ordnung. Und eigentlich stört es mich auch nicht. Dann mach kein Video drüber. Was ich aber letzten Endes mittlerweile feststelle, auch aufgrund der jahrelangen Hater, heutzutage fehlt unglaublich stark der Respekt. Das hast du durch die Hater weg. Das heißt, die haben dir Respekt beigebracht, ja? Das heißt, die haben dir Manieren beigebracht, oder was willst du uns jetzt damit sagen? Jemanden zu siezen hat nicht unbedingt den Sinn, dass man jemanden für besser oder schlechter hält, sondern das ist eine gewisse Form von Respekt anderem gegenüber. Und die bringst du jüngeren Personen nicht entgegen, oder was? Rainer, jeder 17-Jährige, der in der Ausbildung ist, hat schon mehr geleistet als du, finde ich. Du hast jeden zu siezen. Aber dieser Jeder, der die Hauptschule geschafft hat, hat schon mehr erreicht als du, finde ich. Respekt fehlt. Und man braucht sich nicht wundern, wenn Mobbing und Hate und Hass immer stärker und schlimmer wird, wenn die Leute nicht einmal die einfachsten Rainer, das wird stärker und schlimmer, wenn man die Leute immer weiter provoziert. und kleinsten Arten von höflicher, gepflogener Unterhaltung hinbekommen. Rainer, du kannst keinen Dialog führen. Das hast du uns des Öfteren gezeigt. Ich finde, er kann keinen Dialog führen.
Es gehört zum Einmaleins des guten Benehmens, dass man jemanden, der älter ist, als man selbst sieht. Und falsch. Es gehört zum guten Benehmen, jede halbwegs erwachsene Person zu siezen. Und Kundschaft in einem Laden siezt man auch. Aber das ist mir jetzt wiederholt aufgefallen. In verschiedenen Läden und auch bei Tankstellen ist mir das schon sehr häufig aufgefallen. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Wenn ich dieses versteht mich nicht falsch. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Mann, Mann, Mann. Wenn ich in einem Laden gehe, in den ich jahrelang gehe und in den ich die Leute auch kenne, seit Jahren, bei meiner Tankstelle, wo ich standardmäßig tanke zum Beispiel, da ist es überhaupt kein Problem, wenn man mich duzt. Auch nicht, wenn ich in irgendwelchen Läden einkaufe, wie zum Beispiel dem Rewe. Da kenne ich ja, Grüße gehen raus. Die Leute teilweise seit Jahren. Man kennt die Leute eben. Gut. Gut, 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 gut. Das wollte ich nur mal so weit loswerden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. So, Leute. Jetzt haben wir auch das noch mit reingebracht. Ja. Reini redet über Respekt. Respekte. Darüber könnte man echt ein langes Video machen, ne? Wahnsinn. Dieser Mann hier redet über Respekt. Das ist der Mann, der nicht mal dem Gericht Respekt gezollt hat, wenn er sich vernünftig angezogen hat. Dieser Mann möchte gerne gesiezt werden. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber hey. Gut, Leute. Lass uns noch nicht lange in Länge ziehen, weiter in Länge ziehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank auch an Matt Brötchen speziell. Liebe geht raus an dich. Ja. Leute, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Streamene wieder. Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Wie angekündigt, blende ich jetzt hier noch ein Video ein. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite eine Playlist. Nehme ich, glaube ich, heute die Jackie-Playlist. Jackie Leaks von dem WhatsApp. Und in der Mitte könnt ihr natürlich ein Abo dalassen. Das würde mich super dolle freuen. Dankeschön. Leute, bis dahin. Liebe und Michi auf, Metal Love.